Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt heute ein Q&A. Ich habe schon lange keins mehr gedreht, weil ich hier gerade auch super viel vlogge, was mir auch super viel Spaß macht. Aber ich habe gerade, sagen wir noch so, zu unnötigem Material, um das heute als Vlog hochzuladen. Deswegen vlogge ich noch ein paar Tage weiter für Freitag. Ich bin ready für eure Fragen. Oh, würdest du gerne wiedergeboren werden oder dann einfach sterben und dann ist Schluss? Maja, wie kommst du auf solche Fragen? Ich würde gerne wiedergeboren werden. Und du? Wann kommen deine neuen Produkte? Das sind meine absoluten Favoriten. Vielen, vielen, vielen Dank. Wisst ihr, ich kann es auch immer kaum glauben, wenn ich sehe, dass jemand ganz viele Puder postet und meins ist so mittendrin. Oder Paletten und meine ist dabei. Die komplette Kollektion kommt wieder diesen Herbst auf den Markt. Ich bin schon die ganze Zeit am Testen und am, glaube ich, habt ihr schon in meinen Vlogs mitbekommen, dass ich die ganze Zeit daran bin, die Produkte zu testen, sie zu verändern, wieder zurückzuschicken und so weiter. Also es ist ein Prozess und ich hoffe, dass wir es dann auch hinkriegen zeitlich, weil es kommt eigentlich immer darauf an, wie zufrieden oder unzufrieden ich bin. Aber es wird eine richtig coole Kollektion dieses Jahr. Also es wird eine besondere Kollektion und deswegen seid schnell auf jeden Fall. Kennenlernstory von dir und deinem Verlobten. Wir haben uns tatsächlich über Freunde kennengelernt. Sie hatten vor, uns zu verkuppeln und meine Freunde haben immer wieder angerufen und gesagt, hey, wir gehen was essen oder was trinken, da ist noch jemand mit dabei, willst du mit? Und ich habe immer nein gesagt, ich weiß nicht warum, ich wollte einfach nicht. Und dann kurze Zeit später habe ich mich dann mit meinen Freunden getroffen und da waren dann noch ganz viele andere Freunde dabei. Spontan. Und ja, so ergab sich das eigentlich. Also wir sind alle ausgegangen und es war eigentlich auch nur das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Wir haben beim ersten Mal auch gar nicht so wirklich miteinander geredet oder irgendwie, wir waren, weiß ich nicht, 10 Leute oder so. Und da hat man ja jetzt nicht, also wir hatten zumindest jetzt nicht den Fokus, miteinander direkt zu reden. Und dann haben wir uns aber immer wieder jedes Wochenende getroffen. In der Zwischenzeit haben wir schon auf Instagram geschrieben. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey, hast du nicht mal Lust, dich mit mir zu treffen, ohne dass wir uns immer anschreien müssten, weil es war wirklich immer laut, wenn wir uns gesehen haben. Ja, und dann eines Sonntags haben wir uns getroffen. Und ich weiß auch genau, ich war mit meiner Freundin Esra im Kino. Das Kino ist direkt bei mir um die Ecke gewesen, damals in meiner WG. Und ich war im Pyjama mit einer Wärmflasche und ungeschminkt. Also ich hatte nur ein ganz kleines bisschen Foundation drauf. Und er sagte dann so, hast du Lust in einer halben Stunde? Und wir saßen gerade bei Brownies und haben einen Kaffee getrunken. Und ich so, und meine Freundin nur so, renn. Das waren Zeiten, du. Was vermisst du am meisten durch die Quarantäne? Oh mein Gott, Leute. Ich vermisse alles, worüber ich mich immer beschwert habe. Ich vermisse, durch die Stadt zu gehen an einem Samstag, in dem dich 8 Millionen Leute schubsen und rempeln, weil sie durch wollen und so gehetzt sind und gestresst sind. Diese ganz vielen Menschen, die keine Angst haben vor Nähe und so. Und das geht natürlich im Moment gerade nicht. Und wir müssen das auch im Moment gerade alle sehr ernst nehmen. Was ist mit meinem Licht da oben? Aber das ist das, was ich am allermeisten vermisse, ehrlich gesagt. Ich vermisse diese komplette Normalität. Ich vermisse es nicht nur, in den Urlaub zu fahren oder da und dahin zu reisen oder auf Events zu gehen oder meinen Job ein bisschen anders zu machen, als ich ihn jetzt mache. Ich habe gerade ein fettes Projekt am Laufen. Das ist super schwer, das so umzusetzen, wie ich es haben möchte, weil Quarantäne ist halt da, ne? Das ist noch nicht mal das, was ich so vermisse. Ich vermisse dieses Alltägliche, diese Menschen, die nicht so viel Angst haben oder keine Angst haben, einander zu begegnen, einander zu berühren, miteinander zu sprechen und so. Wie gesagt, es muss gerade alles so sein. Es hat alles gerade seine Richtigkeit. Aber ich vermisse es voll. Was motiviert dich weiterzumachen, obwohl du so viel erreicht hast? Plus, was ist dein Lebensmotto? Der Lauf der Dinge ist eigentlich nicht, dass man irgendwo hängen bleibt an einer bestimmten Stelle und nur das macht, was man macht. Und deswegen zum Beispiel habe ich auch meine YouTube-Videos ein bisschen verändert, wie ihr wahrscheinlich sehen konntet. Also ich habe ja angefangen, so ein bisschen mehr zu vloggen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es super viele interessiert. Und ich auch selbst gemerkt habe, dass mich sowas extrem interessiert und es ist eigentlich wie so eine Soap, die immer weitergeht oder so eine Serie, weil man sagt ja dann auch, ja, das habt ihr in meinem letzten Vlog gesehen, guck mal, das ist die Umsetzung oder ich habe euch in meinem letzten Vlog gesagt, dass wir heute dies machen und das machen wir jetzt heute auch und es ist so schön, dass man so weitermachen kann in Vlogs, wisst ihr, und es ist nicht immer mal ein Thema nur abgeschlossen ist. Klar, ich werde immer meine sitzenden Videos machen und ich habe auch gerade irgendwie überlegt, ob ich euch vielleicht mit ins Wohnzimmer nehme oder so, aber das Licht ist halt echt, also es regnet halt einfach voll, sonst hätte ich euch mal auch zu einer anderen, irgendwo anders hingesetzt und für mich bedeutet das Leben, obwohl in allem
auch nicht nur auf YouTube und Instagram und so weiter, dass man sich irgendwie immer weiterentwickelt, dass man sich immer ein bisschen verbessert und so. Und wenn ich Videos von damals mir angucke, denke ich mir so, wow, hast du das hochgeladen? Einfach so? Wie konntest du das tun, Digga? Und auch so in allen anderen Jobs. Ich glaube, wir sind von Haus aus so, weil unsere Eltern so sind. Zum Beispiel meine Schwester hat ja ihren Master in Maschinenbau gemacht und sie ist ständig in Krankenhäusern unterwegs, auch auf aller Welt oder in aller Welt. Jetzt gerade im Moment nicht so, aber vorher. Und sie sagte auch letztens zu mir, ich glaube, ich studiere noch was, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nicht ausgelernt. Und irgendwie ist das so, wir sind so, aber sie ist halt so voll so der Mathematiker, Physiker und so Wissenschaftler und so. Und ich bin super der so kreative Mensch ist, der so jedem sein Ding, aber man sollte immer weitergehen, man sollte nicht so stehen bleiben auf einer Stelle und mein Stuhl ist echt eine Katastrophe. Egal in was ihr macht, wenn ihr Mama seid, immer jeden Tag eine bessere Mutter zu sein, wenn ihr im Einzelhandel arbeitet, euch egal wo immer weiter zu steigern, bis ihr für euch euer Maximales erreicht habt und damit auch völlig glücklich seid. Ich glaube, das ist so einfach so auch mein Lebensmotto, könnte man auch eigentlich beides in einem sehen, oder? Was mein größter Wunsch ist, nicht mehr allergisch zu sein. Manchmal sind es auch nur so Kleinigkeiten, die man verändern kann, wie zum Beispiel eine halbe Stunde früher aufstehen, öfter Sport machen oder so. Das bringt dich immer weiter und das motiviert dich und das verändert dich auch und so schaffst du dir immer wieder neue Ziele im Leben. Ganz viele fragen auch immer wieder, warum oder wann man meinen Verlobten sehen kann oder warum man ihn nicht sehen kann und so. Und ihr müsst euch das einfach so vorstellen, er ist ein privater Mensch. Also er ist wie du. Er ist keine Person des öffentlichen Lebens und er möchte auch keine Person des öffentlichen Lebens werden. Und deswegen kann ich ihn auch nicht zwingen, ein Blogger oder sowas zu werden. Und ich kann ihn auch nicht zwingen, in meine Kanäle zu kommen und sein Gesicht zu zeigen, wenn er das einfach nicht möchte. Ich finde, das muss man auch respektieren. Das ist die Privatsphäre, die man einfach dann überschreitet. Und wann immer er bereit dazu ist, wird er sich schon irgendwann wahrscheinlich auf meinen Kanälen zeigen. Er sagt auch, wahrscheinlich wird man mich irgendwann mal im Hintergrund irgendwo sehen oder vielleicht sieht man mich ja auch mal, wenn man irgendwie ein Hochzeitsvideo macht oder sowas. Und dann ist es auch völlig okay. Aber er möchte kein Fokus meines Kanals werden. Also es wird, wie gesagt, ich sage euch das immer wieder, das wird kein Couple Goals Kanal. Ihr werdet keine My Boyfriend Does My Make-up sehen oder sowas. Also aktuell ist es für ihn ganz weit weg. Und das muss ich einfach respektieren und akzeptieren. Das müsst ihr halt auch einfach respektieren. Das ist halt einfach seine Entscheidung. Frühling oder Sommer? Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Sommer sagen. Wann findet die Hochzeit statt, ist natürlich jetzt auch super schwer zu sagen, weil kein Mensch, glaube ich, kann irgendwie sagen, ja, okay, ich bin an dem und dem Tag oder an dem und dem Datum safe. Ständig verändert sich irgendwas und das Ding ist, man weiß nicht, ob sich das im Herbst wieder irgendwie zurückverändert oder ob das im Sommer vielleicht wieder komplett zurückkommt, wenn alles vielleicht wieder normal ist oder so. Weil ich einfach glaube, dass solange wir keinen Impfstoff haben, die Regierung nie aufhören kann, uns immer wieder einzuschränken, selbst wenn sie so eine Wellenpolitik draus machen und, sagt man das so, und uns immer wieder mehr Freiheiten geben, die sie uns dann auch wieder nehmen, damit sich irgendwann der größte Teil einfach daran infiziert hat und man praktisch resistent ist. Keiner weiß es ja so richtig und ich hoffe einfach, dass, und ich weiß es auch nicht mit dem Impfstoff, ich finde, ich weiß, es ist ein sehr umstrittenes Thema, ich weiß nicht, was sie einem da, also was sagt ihr dazu, zu diesem Impfen? Und habt ihr Trump gesehen, dass er gesagt hat, man soll Desinfektionsmittel mit injizieren? Er meinte ja, ist ja nur Spaß. Aber Digga, das war kein Spaß. Nein. Nein. Meerjungfrau oder Prinzessin? Und ich wäre definitiv eine Meerjungfrau. Mein Gewicht und meine Größe. Ich bin 1,70 Meter groß. Ich glaube eher 1,69 Meter, aber in meinem Ausweis steht sogar 1,72 Meter. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir nehmen einfach die Mitte. Ich bin 1,70 Meter groß. Gewicht habe ich ehrlich gesagt ganz, ganz lange nicht mehr gewogen. Ich denke, ich wiege an die 52, 53 Kilo. Ich denke. Aber ich halte gar nichts von Waagen und deswegen, ich habe hier ein Maßband vielleicht. Cool, ne, mit meiner Jogginghose. Ein Taillenmaß von, ja, 65, damit mich das nicht so um, oder wobei mit diesem Oberteil. 64, ja, 64. Ich bin angezogen, wie gesagt. Es kann sein, dass es ein bisschen sich verändert. Messe ich das richtig ab, Leute? Mache ich das richtig? Meine Hüfte liegt bei, also wenn das hier jetzt richtig ist, bei 84 oder hier oben am Bund bei 78. Wie motivierst du dich zum Sport? Und oh mein Gott, es ist so schwer an solchen Tagen wie diesen, ja, wo es jetzt gerade so
regnet und kalt ist und ich eigentlich den ganzen Tag nur Kuchen essen möchte. Ich habe heute Morgen ein 8-Minuten-Workout gemacht. Ein nur 8-Minuten-Workout. Und ich denke mir dann auch immer, bevor ich jetzt 8 Minuten lang am Handy sitze oder 8 Minuten lang einfach nur rumchille oder irgendwie eine Serie gucke, es sind nur verdammte 8 Minuten, habe ich was für meinen Körper gemacht. Und ey, es war super anstrengend. Ich habe das Pamela und Jason Derulo Workout gemacht. Ich habe mich kaputt gelacht über Jason Derulo, weil Pamela hat ihn einfach platt gemacht. Ich wollte schon andere Wörter sagen, aber sie hat ihn wirklich, sagen wir, ganz nett platt gemacht. Ich gucke einfach, wie viel Zeit ich habe, was ich heute machen möchte. Es ist ein High-Intensity-Training. Oder es ist irgendwas Spezielles für den Bauch, für die Arme, für die Beine oder so. Mein Arzt hat zu mir gesagt, ich muss dringend an meiner tiefen Muskulatur arbeiten. Das mache ich auf jeden Fall. Ich gehe laufen und so weiter. Und ich habe manchmal 0,0% Lust, aber man bereut es immer, es nicht gemacht zu haben. Man bereut nie, Sport gemacht zu haben. Sogar YouTube ist voller kostenloser Workouts. Ihr könnt euch auch sogar bei Gymondo für, keine Ahnung, 5 Euro im Monat registrieren und zu Hause machen. Also man kann sehr, sehr viel machen und ich finde, sobald man angefangen hat, eine Routine da reinzubringen, bringt man die auch nicht mehr so leicht raus, wenn man weiß, wie schwer man da reingekommen ist. Das wird irgendwann wie Zähne putzen, das wird so normal, das gehört irgendwann zum Alltag dazu. Und ihr wisst genau, okay, ich habe jetzt zum Beispiel die ganze Zeit regelmäßig Sport gemacht. Keine Ahnung, jetzt nehmen wir an, ich kriege meine Periode und kann jetzt nicht, weil ich so super Schmerzen habe. Du kannst sowas von, egal, ich habe Ultraschmerzen. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich falle in Ohnmacht manchmal vor Schmerzen. Aber man kann trotzdem ein kleines bisschen Sport machen. Und du weißt genau, wenn du diese Woche das nicht machst, dann kommst du in die nächste Woche rein, in der du es auch nicht machst. Und dann hast du diese ganze Routine, die du dir vorher erarbeitet hast, komplett wieder zerstört. Nur durch Faulheit. Außerdem, guck dir irgendwelche Workouts an und denk dir so, wow, die kann das doch auch. Wieso soll ich das denn nicht auch können? Ich meine, die hat ja nicht irgendwas mehr bekommen als ich. Also, und ich sage das übrigens extra so streng, damit ihr mich wahrnimmt als Großschwester. Das erste nach Corona, was willst du tun? Ich werde in die Stadt gehen, ohne Maske. Und ich werde mich mit all meinen Freunden treffen. Übrigens, dieses Wochenende fahre ich auch zu meinen Eltern. Ja, ich habe sie jetzt einfach seit Anfang, Mitte Februar nicht mehr gesehen. Ich werde mich mit meinen ganzen Freunden treffen und alle sowas von umarmen, dass sie keine Luft mehr kriegen. Das ist das allererste, was ich machen werde. Und mich dann mit ihnen in ein Café setzen oder in ein Restaurant und sowas von reinhauen. Fühlst du dich, als wärst du im Leben angekommen? Oh, wenn ich euch doch bloß schon was sagen dürfte, was ich noch nicht sagen darf. Also ja, ich fühle mich im Leben angekommen. Immer wieder in meinem Leben. Also immer wieder habe ich so Abschnitte, wo ich mir denke, so jetzt bin ich vollkommen glücklich und dann werde ich noch glücklicher. Und dazwischen, selbstverständlich, gibt es auch die dramatischen Tiefs. Die es wahrscheinlich in jedem Leben gibt, sonst würde es ja keine Hochs geben. Letztens lag ich einfach im Bett und dachte mir so, wow, du bist richtig, richtig, richtig glücklich. Das bin ich aktuell. Ich sag euch ja auch, wenn ich traurig bin, deswegen, für die, die jetzt ganz neu sind und denken so, oh mein Gott, du bist einfach nur ein Schleimscheißer. No, es geht noch ganz anders. Also, ein paar fragen mich auch, Gott sei Dank sind es dieses Jahr nicht ganz so viel, weil ich glaube, letztes Jahr habt ihr den Anschluss gekriegt und dann habt ihr gesagt, nie wieder. Aber ganz viele fragen mich dieses Jahr auch, ob ich faste und ich habe nie vor, euch diese Frage zu beantworten. Also im Moment kann ich sowieso rein frauentechnisch nicht, aber selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, danach direkt fasten würde, würde es halt keinem was angehen. Ich finde diese Frage so überflüssig. Ich finde auch diese Frage einfach generell in der Familie, zwischen Freunden, Cousins, Cousinen, Müttern, Vätern, Tanten, Onkels so überflüssig. Ganz ehrlich, wenn meine Tante mich fragen würde, fastest du, würde ich ihr sagen, das ist eine Sache zwischen Gott und mir und nicht zwischen dir und mir. Ende der Geschichte. Niemals haben meine Eltern zu mir gesagt, tu dies oder tu das oder haben mich gefragt, ob ich faste oder so. Nie. Weil das ist einfach eine Sache zwischen mir und Gott und nicht zwischen dir und mir. Warum bin ich so hibbelig? Ferse, Orthopäde, Befund. Ich habe tatsächlich euch das schon in meinem Vlog gezeigt für Freitag, deswegen werde ich jetzt nicht die Unterlagen rausholen, sonst wird das too much information. Aber kurz für die, die es nicht bekommen haben, manchmal habe ich Ultraschmerzen auf meiner Ferse. Manchmal wache ich einfach auf mit Schmerzen auf meiner Ferse. Und ich wurde bei meinem Orthopäden gebeten, mich auf so ein Ding zu stellen. Und da hat man dann gesehen, wie hardcore. Also ich habe gar nichts von der Ferse erzählt übrigens. Ich habe nicht gesagt, ich habe Schmerzen an meiner Ferse oder sowas. Es ging die ganze Zeit nur um meine Schultern und meinen Arm. Ich habe ja den Arm hier entzündet. Beziehungsweise dieser Muskel ist sehr beansprucht bei mir. Durch das Schneiden meiner Videos, durch mein Handy, durch mein iPad, durch die Arbeit, die ich mache, die ihr nicht sehen könnt.
Er hat aber mich trotzdem von Kopf bis Fuß gecheckt, beziehungsweise die Frau Doktor hat das gemacht. Und ich musste mich auf so ein Ding stellen und dann hat sie halt geguckt, wollte sie eigentlich nach meiner Hüfte gucken, wie gerade, wie schief sie ist. Und hat dann gesehen, dass ich halt so rechtslastig stehe. Also mein rechtes Bein, meine rechte Ferse ist extrem belastet. Das ist nicht nur gelb, sondern ist wirklich rot und dann in der Mitte schwarz angezeigt. Meine Fußzehen, die kleinen, werden links schon gar nicht mehr angezeigt, weil ich sie kaum mit dem Boden berühre oder gar nicht mehr mit dem Boden berühre. Ich rolle den Fuß nicht richtig ab und ich belaste sehr meine rechte Seite. Also ich stehe die ganze Zeit rechtslastig und belaste meine Ferse. Und manchmal bin ich morgens aufgewacht und kann das sein, dass du einfach die ganze Zeit Schmerzen an deiner Ferse hast? Das kannst doch keinem Menschen erzählen. Was willst du denn da sagen? Wie willst du das rechtfertigen? Ohne dass du da stehst wie eine Memme, weil ich bin wirklich nicht schmerzlos, aber ich bin, selbst wenn ich Schmerzen habe, bin ich keine, die jetzt so rumflennt, so. Außer PMS, ne? Da wollen wir, das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn man das weiß, dann kann man das auch ein bisschen verändern. Ich habe gestern lange gestanden und dachte mir so, oh, du hast dich wieder die ganze Zeit auf deine Ferse, also habe ich mich wieder gerade gestellt. Also man muss dieses gerade, da hilft mir auch ganz viel Yoga, Dehnen und so weiter, hilft mir auch sehr, auf meine Körperspannung zu achten. Und darauf zu achten, dass ich meine Schultern nach hinten nehme, weil ich sie immer nach vorne ziehe. Genau, und meine Schultern nach hinten zu nehmen, gerade mit dem Becken und der Hüfte zu stehen, die Beine beidseitig zu belasten. Und wenn man das weiß, dann muss man jetzt nicht irgendwie erstmal mit Einlagen und sowas. Das kann man erstmal versuchen, alles selbst mit seinem Körper auszumachen. Warum kaufst du nicht auch mal bei Rossmann ein? Ich habe einfach einen Rossmann nicht direkt bei mir, der ist sehr weit und deswegen gehe ich da selten hin. Der DM ist halt fast vor meiner Tür und das vereinfacht mir das Ganze. Aber ich mag Rossmann sehr gerne. Wenn ich da bin, bleibe ich auch sehr lange, weil ich einfach so selten da bin. Und ich kann das sehr gerne mal machen, wenn ihr euch das wünscht. Wie sah dein Verlobungsoutfit aus? Ich versuche mal ein Bild zu finden und euch das hier rein zu verlinken. Oder mehrere Fotos dann. Ich glaube, sie sind ein bisschen aufgeregt. Ja, also, willst du uns noch was sagen? Ich weiß es nicht. Ist immer noch keiner da. Könnt ihr das mal euch angucken, aber es war ein wunderschönes rosanes Kleid von ASOS. Ich habe mir ganz viele Kleider bei ASOS bestellt. Ich war auch hier überall in den Läden und habe nichts gefunden, weil ich wollte was sehr Klassisches, Elegantes, sehr Unschuldiges, so Mädchenhaftes. Ich wollte nichts, was sexy ist oder zu offen oder so. Ich wollte, dass es halt so schön, süß einfach aussieht, ne? Und deswegen habe ich mir so ein rosanes Kleid bei ASOS bestellt. Ich habe euch das auch letztens auf Instagram verlinkt. Kann euch das gerne auch nochmal in die Infobox verlinken. Könnt ihr euch das super gerne mal anschauen. Es war wirklich so richtig schön. Es war wie so unten so wie so gewickelt. Und dadurch hat man wie so eine Art Schlitz. Aber es war nie irgendwie... Also ich musste nicht aufpassen, dass wenn ich mich bücke, dass man irgendwie meine ganze Oberweite da rausfällt. Ich musste nicht aufpassen beim Sitzen, dass das Kleid hochrutscht. Wisst ihr, ich wollte was, worin ich mich die ganze Zeit wohlfühle. Der Stoff war super, super, super schön. Es war so ein 18 bis 20 Grad Tag. Also sogar in der Sonne war es richtig schön warm. Und mir war weder zu kalt noch zu warm. Also ich war sehr, sehr aufgeregt. Also als die angekommen sind, wir haben das Ganze im Hotel meiner Tante gefeiert, weil meine Tante hat eben einen schönen Bereich und den haben wir einen Abend vorher geschmückt. Sie hat sich unfassbar viel Mühe gegeben, Menükarten gedruckt, die Kerzen, die Gläser, die ganze Tischdeko. Sie hat sich so viel Mühe gegeben. Und wir haben das halt bei ihr in dem Hotel gemacht. Und als sie oben ankamen, Leute, habe ich gesagt, Mama, bitte sag denen, die sollen wieder gehen. Weil ich war so, du bist ein Engel, bleib wie du bist. Uch, ich kriege ganz, ganz viele immer Komplimente, wenn ich so Q&As oder Style & Talks mache. Das ist so schön von euch zu lesen. Vielen, vielen Dank. Ich will das nur nicht immer so vorlesen. Ich lese das, ich sehe das alles. Ich will das nur nicht immer so vorlesen, weil ich will nicht so Fishing for Compliments haben. Ich bin die Geilste. Ja, wann findet die Hochzeit statt? Wird die Hochzeit dieses Jahr stattfinden? Und so wird auch natürlich ganz oft gefragt. Und ich weiß es nicht. Und ich werde euch ja auch vorher nicht das Datum sagen. Also ich werde ja jetzt nicht sagen, es ist der 1.1. Werdet ihr dann ja am Tag der Hochzeit herausfinden. Aber es ist gerade einfach super schwer. Also Bräute haben es dieses Jahr auch super schwer. Ganz viel
vor allem sehr, sehr traurig finde ich die standesamtliche Trauung, weil man einfach nur mit seinen Trauzeugen und einem Fotografen rein darf. Das finde ich super, super traurig für die Eltern und Geschwister, für das Brautpaar. Ganz, ganz komische Situation. Wenn man seine ganze Hochzeit geplant hat und alles absagen musste, vielleicht auch auf Kosten sitzen geblieben ist oder so weiter, tut mir das auch unheimlich leid. Also wir reden gerade nicht von diesen ganzen Menschen, die wirklich Existenzen verloren haben. Es geht jetzt gerade wirklich nur um Bräute. Aber im Moment gebe ich meine Save-the-Date-Karten, die oben liegen, nicht raus. Oder wird das irgendwie irgendwas ganz Kleines, was wir jetzt nur unter der Familie machen und dann machen wir irgendwie nächstes Jahr die große Feier nachträglich? Ich wünschte, ich würde es wissen. Ich wünschte, ich würde es wissen und würde sagen, ich weiß es, aber ich sag's euch nicht. Nee, 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 nee. Angst vor der Zukunft. Kannst du dazu einen Rat geben? Eine Sache, die du dir bei Angst immer sagen kannst, ist erstens, Angst ist nichts Schlechtes. Das macht dich auf jeden Fall zu einem nahbaren Menschen, weil es ist ganz normal, dass Menschen Angst haben und die, die sagen, dass sie es nicht haben, tun mir am meisten leid. Jedenfalls, ach, diese dämlichen Allergien, ne, hatte ich auch schon ganz oft, dass ich gesagt habe, ich habe einfach Angst vor der Zukunft. Und ich würde dir immer eine Sache raten, rede mit jemandem darüber, weil ich weiß noch, wie ich das letztens meinem Verlobten gesagt habe. Das war ganz am Anfang von Corona. Das war so, boah, wir saßen so im Auto und ich war so, ich habe voll Angst. Ich habe einfach Angst, dass das, was wir haben, kaputt geht. Dass das, was andere Menschen haben, kaputt geht. Dass das, was meine Eltern haben, kaputt geht. Ich habe Angst, dass das nie mehr so wird, wie es ist. Ich habe Angst, irgendwann Kinder in diese Welt zu setzen. Und ich wünsche mir alle, dass sie irgendwie eine Schwester oder einen Bruder, Papa oder Mama, Cousin oder Cousine, Freund oder Freundin oder Partner habt, der euch dann genau das sagt, was er mir gesagt hat, und zwar, hab keine Angst, alles wird gut. Und es sind einfach so einfache Sätze, die einen so wieder erden und sagen, dass alles wieder gut wird. Es wird immer wieder alles gut. Wenn du niemanden hast, der dir das sagt, dann werde ich dir das sagen. Du brauchst diese Angst, um zu überleben. Das macht dich zu einem Menschen, das ist völlig normal. Aber lass dir auch gesagt sein, alles wird gut. Du hast Menschen um dich herum, die dich lieben, die auf dich aufpassen werden, die immer für dich da sein werden. Und alles wird wieder gut. Ich bekomme dauerhaft am Kinn immer Pickel und die gehen auch nicht immer so schnell weg. Ich sehe, du bist ein 93er-Jahrgang, weil dein Name hat was mit 93 zu tun. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Vielleicht kannst du auch das tun, was ich gemacht habe. Ich bin zum Arzt gegangen, habe mir Blut abnehmen lassen und bei mir hat man einen sehr hohen Zinkmangel festgestellt. Und Zink ist bekanntlich für Haut und Haare, also für schöne Haut, Haare, Nägel. Und wenn man halt das nicht hat im Körper, dann hat man zum Beispiel, kriegt man zum Beispiel immer wieder Pickel. Ich habe zum Beispiel zu meinem Arzt gesagt, ich bekomme ständig auf meinem Dekolleté, ich habe dauernd am Hals Pickel bekommen, dauernd am Rücken und am Gesicht und so und ständig und immer und jeden Monat wieder, jeden Monat. Die sind gerade verheilt, dann kamen schon die nächsten. Ich hatte vielleicht eine Woche Pause. Und er hat dann einfach Blut abgenommen, hat nachgeguckt und ich habe einen Zink-, Kalzium- und Magnesiummangel und habe mir auch Zink-Tabletten verschrieben und die nehme ich mit dem Essen ein. Und wenn du das Problem hast, dass es halt immer wieder kommt, dann solltest du das definitiv vom Arzt checken lassen. Bitte auch dieses selber ausdrücken und so, klar, geht jetzt gerade auch anders gar nicht, aber bitte seid vorsichtig, das steckt sich dann immer weiter an und verteilt sich im Gesicht und das wollt ihr nicht. Also immer schön desinfizieren, nicht so rumquetschen und rumdrücken und sowas. Es können auch Narben entstehen. Und ja, Mutter Tara ist auf jeden Fall für euch da. Was ich euch auch, hier ist auch noch eine Frage, was sind deine Must-Have-Gesichtspflegeprodukte, die du uns Neulingen ans Herz legen kannst? Und was ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen kann. Also, ich will euch jetzt kein spezielles Abschminkprodukt oder sowas sagen gerade, sondern etwas, was ich noch krasser finde. Und zwar eine Gesichtsbürste. Leute, seit ich diese Gesichtsbürste benutze, würde ich auch sagen, schminke ich mich. Also man sagt ja, man schminkt sich 6-mal besser mit einer Gesichtsbürste ab oder noch mehr. Also 6-mal ist jetzt vielleicht untertrieben, vielleicht auch 10-mal besser als mit den Händen nur. Eine Gesichtsbürste, ich verlinke euch eine von Foreo Luna in die Infobox, die hält bestimmt 8 Millionen Jahre. Meine erste, die habe ich letztens meiner Mama geschenkt, die hat 6 Jahre, also die habe ich schon 6 Jahre gehabt und habe sie dann meiner Mama geschenkt und sie sah immer noch top aus, wirklich mega gut aus. Meine zweite habe ich jetzt schon seit 2 Jahren dauerhaft in Benutzung. Jeden Morgen, jeden Abend benutze ich die Gesichtsbürste. Ich gebe mir einfach meine Reinigungsmilch, meine Reinigungsschaum, meine Reinigungslotion, mein Reinigungsgel, egal was da drauf und reinige mir damit, anstatt dass ich es mit den Händen mache, mit der Bürste. Jeden Morgen und jeden Abend. Morgens nehme ich immer einen kleinen Klecks, weil
ich habe jetzt kein Make-up oder so benutzt. Abends nehme ich immer so eine Haselnussgröße, gehe richtig schön mit der Gesichtsbürste über mein Gesicht. Das nimmt dieses ganze Make-up, das befreit euer Gesicht von diesem ganzen Make-up einfach viel gründlicher als mit den Händen. Und das ist etwas, was ich wirklich, wirklich mir wünsche, dass das jeder zu Hause hat. Ich verlinke euch eine, wie gesagt, von Foria Luna. Die sind zwar teurer, aber die halten wirklich bombastisch. Und ich verlinke euch noch eine von Amazon. Da könnt ihr auch eine günstigere kaufen. Könnt selbst entscheiden. Die geht wahrscheinlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, hält die nicht ganz so lange. Und die liegen von Foria Luna auch, muss ich wirklich sagen, perfekt in der Hand. Die haben so eine perfekte Größe. Und die von Amazon, da hatte ich mal eine. Die sind halt ein bisschen größer, aber das ist auch ein immenser Preisunterschied. Wenn ihr halt erstmal ein Einsteiger seid, könnt ihr auf jeden Fall erstmal die von Amazon probieren. Außer ihr sagt, okay, ich traue dir, Tara. Let's do it. Das ist wirklich das A und O für mich, wo ich sage, okay, jeder Mensch braucht das. Und jetzt, Leute, bis dahin lasse ich euch in Ruhe. Aber kommt auf jeden Fall am Freitag wieder. Der Vlog wird richtig, richtig cool. Ich vlogge schon die ganze Zeit. Ich packe jetzt auch 8 Millionen Pakete aus, darunter auch richtig coole Klamotten. Deswegen klickt auf jeden Fall auf den Abonnier-Button, damit ihr keine meiner Videos verpasst, weil die sind richtig cool. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag zu einem ganz, ganz neuen Video wieder. Arrivederci. Hm.